Hallo und willkommen bei CreativeDays.at. Mein Name ist Christoph Blowitsch und in dieser Übung besprechen wir die Transpositionsspur von Cubase. Diese Funktion ist eigentlich genauso schnell erklärt wie die Ordneroption. Wir öffnen uns hier eine Transpositionsspur. Wir können hier verschiedene Bereiche eintragen und hier unten finden wir eine Zahl und mit der können wir nun hier oben das MIDI-Material und im Grunde alles, was am MIDI-Material unterwegs ist, in Halbtonschritten pitchen. Das funktioniert allerdings nur, wenn ich hier diese Option ausgeschaltet habe. Diese Spur lässt sich natürlich auch sperren, muten. Das heißt, dieser Effekt kommt dann nicht zustande. Weiters kann ich hier noch eine Linealspur öffnen. Packen wir das hinzu, sonst wird es zu kurz. Die Linealspur dient mir eigentlich nur zur optischen Ansicht. Ich habe hier oben zum Beispiel meine Takte und kann hier unten jetzt meinen Timecode einfügen. Ich habe hier eine bessere Übersicht. Wer es braucht, bitte, wer nicht, nicht. Ja, das wäre es schon zur Transpositionsspur und zur Linealspur. Mein Name ist Christoph Blowitsch und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Tutorial wieder.